Herzlich willkommen zurück. In dieser Woche geht es um den Veröffentlichungsprozess. Und ich bin der Meinung, den Veröffentlichungsprozess solltest du eigentlich schon drauf haben. Ja? Falls es irgendwelche bestimmten Dinge gibt, die nochmal Nachholbedarf benötigen, ja, wo du irgendwie sagst, oh, da habe ich noch Fragen, da habe ich irgendwie was falsch gemacht, da habe ich mir dann vielleicht doch nicht alle Videos aus deinem Standard Amazon KDP Megakurs angeguckt auf YouTube. Die Videos findest du als Bonus nochmal hier unterhalb des nächsten Videos. Ja, also wirklich Lektor finden, E-Book und Taschenbuch formatieren, Designer finden, E-Book und Taschenbuch veröffentlichen, zur Not auch über ePubli als gebundenes Buch veröffentlichen und alle Versionen jeweils bis zu 10 Kategorien hinzufügen. All das gibt's nochmal als Reminder. Und im nächsten Video nochmal eine ganz wichtige Sache, was Autorennamen angeht, dass du da keinen Fehler machst, weil du ja jetzt mit einem Partner zusammenarbeitest. Und wie du das Ganze mal mit den Lektorkosten handhabst, denn das Ganze soll ja 50-50 passieren, dass du nicht die ganzen Lektorkosten zahlen musst. Das zeige ich nochmal im nächsten Video und nächste Woche kommt dann so ziemlich der geilste Shit ever, wenn ich das so sagen darf. Und zwar geht es um den Marketingprozess. Da zeige ich dir die Aufgaben, die dein Partner haben wird und die du deinem Geschäftspartner dann auch vermittelst, beziehungsweise deinem Influencer. Und da geht es dann darum, welche Marketingaufgaben dein Geschäftspartner haben wird und welche Marketingaufgaben du optional auch haben kannst, um die Verkäufe dann nochmal zu boosten. Das ist aber wirklich nur optional, das muss nicht sein, weil das Geile an diesem Kurs ist ja halt eben, dass du die Marketingprozesse nicht übernehmen musst, sondern dass halt überwiegend dein Influencer-Geschäftspartner übernimmt. Also wenn du dich schon auf nächste Woche freust, so wie ich auch, hast du jeden guten Grund dafür. Wir sehen uns bis dahin.